Moin, was geht ab YouTube? Da sind wir wieder mit einer frischen Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen um die die Hauptmission von Minato? Wie hieß sie denn jetzt nochmal? Gucken wir gleich. Warum ich plötzlich hier ein neues Dingens bekomme, weiß ich nicht. Ich habe nichts anderes gemacht seit der letzten Folge, nur hier rumgestanden. Aber mir gefällt die Farbe. Ist sie jetzt ausgerüstet? Ich glaube ja, ne? Ja. Die finde ich auf jeden Fall besser. Und wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine Nebenmission offen. Nämlich auch genau mit ihr. Hier oben am Strand. Und Masako hieß sie, okay. Und genau deswegen werden wir uns jetzt auch dahin begeben. Und dann brauche ich einmal eben. Das ist ein braves Pferd, Kage. Warte, heißt das eine hier unten, dass man Selbstmord begeht? Okay, sehe ich jetzt nicht mehr. Ich reite komplett in die falsche Richtung. Geht er? Warum geht er? Die du redest, wirres Zeug. Leicht abgeleitet vom Massaker. Jetzt richtig? Ja, wir reiten mal genauso weiter. Stellt euch! Auch jemand ohne Fahrschein? Eisen! Eisen war doch wichtig für unser Schwert, ne? Für die letzte was heißt die letzte? Ich glaube, die vorletzte Verbesserung ist es ja erstmal noch. Ich
Ah, guck, da ist der Anführerknecht. Die Anführerwurst. Weggesniped. Weggesniped. Ich kann den gar nicht mehr beobachten. Weil ich die Dinge jetzt eh nicht mehr brauche. Die Punkte davon. Zack, ins Ohr gestochen. Derbisch Bass und Balota. So easy peasy übernimmt man eine Basis, Freunde der Sonne. Definitiv, ja. Aha, wieder ein Vogel. Thank you.
Okay, wenn ich schnell genug bin, kann ich wieder den Shit drücken. Okay, war ich nicht. Hör auf zu kriechen. Spast. Okay. Das war das. Dann gucken wir uns das hier noch an. Das ist nichts Besonderes. Das ist die Hütte, ne? Ja. Warte mal, war ich auf der Seite schon? Nee. Ivo, was geht? Digga, das Pferd hat einfach mehr Muskeln wie du. Ja, das war. Hier raus.
Das war der perfekte Dodge. Stillhalten. Danke. Ihr seid sicher. Das ist für euch, Fürst Sakai. Hab mir eine Payday 3 Review angeguckt und es soll mega geil werden. Oh ja, glaube ich auch. Ja. Aber wie können sie jetzt schon Reviews dazu machen? Irgendwo da oben soll sie sein. Ja, okay, klar. Mit Mortal Kombat 1. Aber das war ja nur ein Dingens. Ein Online-Stresstest, glaube ich. Ich habe mich auch versucht, dafür zu registrieren. Aber die haben ja damals schon geschrieben, die Chance, dass man halt gepickt wird, ist gering. Und ja. Aber ohne Scheiß, Mortal Kombat 1 sieht wild aus, ja. Hast du den dafür einen Dickpick geschickt? Nee. Das war wahrscheinlich das Problem, weswegen ich nicht gepickt wurde. Okay, Gegner sind da auf jeden Fall nicht drin. Sagen, hä? So, es gibt wieder schön XP. Haben wir das? Müssen wir jetzt noch ein bisschen hier rumwuseln. Ich komme eben 23 Uhr von der Arbeit und gehe ins Hotel und sehe erstmal ein Riesenpaket, wo Valorant draufsteht. Einfach meinen Stuhl angekommen, erstmal so einen auf Transportwagen gestellt und damit zu meinem Zimmer gefahren.
Digga, die Mitarbeiter haben mich so weird angeguckt. Kann ich verstehen. Ich wusste gar nicht, dass du dir einen Wallo-Stuhl bestellt hast. Aber du willst ja wahrscheinlich erst aufbauen oder zusammenbauen, wenn du dann in der neuen Butze bist, ne? Kommende Woche. Muss auf jeden Fall dann mal ein Foto schicken. Oh nein, eins Bär. Ja, ja, halt die Schnauze und komm her jetzt. Ja, neuen Stuhl plus neuen Schreibtisch. Digga, nice. Schick auf jeden Fall mal dann auch Fotos von deinem Zimmer, wenn alles eingerichtet ist. Ja, okay, da war nichts zu looten. Hier am Strand ist, denke ich mal, nix. Nee. Warte, ich muss erst dem Vogel folgen. Achso, der sollte mich wahrscheinlich hier hinbringen. Da kroch noch einer. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Ich dachte, die sind alle tot. Meinen Mann habe ich bereits gefunden. Ach so. Doch meine Söhne noch nicht. Vielleicht leben die noch. Sie starben als Krieger. Okay, nevermind. Unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Vielleicht leben die doch noch. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Das wäre eine Szene Wendung. Boah, ich hoffe, die leben noch. Na gut, wenn die Mission so heißt, dann glaube ich nicht, dass die noch leben. Aber gut. Kommt, ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Seht, dort drüben. Das ist das Ding aus dem Anfangsgebiet? Ja, Bro, da war alles voller Asche. Einer eurer Soldaten. Ja, aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal war. Seht, ihr noch mehr unserer Banner findet. Ja, da. Masako, hier drüben. Ein Adachi-Banner. Oh, hier noch einer. Oh. Okay, nevermind. Ich dachte gerade, da hätte R2 gestanden. So, hier nicht. Hier ist noch einer. Servus. Der hier nicht. Ne, das ist doch das Ding aus dem Anfang, oder? Ach, keine Ahnung. Guckt euch Folge 1 nochmal an, dann wisst ihr das. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht von Vorteil, wenn die das sehen würde, sofern das die Söhne sind. Sind es aber anscheinend nicht. Sehr gut. Ach so. Ich laufe hier den ganzen Strand entlang, Digga.
suche und suche und suche. Und da steht so, ja, Bro, du kannst übrigens zurückgehen und kannst mit der Alten wieder reden, ne? Und dann sagt die so, ja, nee, sind die nicht. Guck mal weiter. Ey, dass das Game hier ein Ausdauersystem hat, ist nervig und unnötig. Du hast nirgendwo überhaupt einen Balken, der die Ausdauer anzeigt, aber Hauptsache, du kannst einfach nach ein paar Metern nicht mehr laufen. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Ach, pick mein Leben, Digga. Ein Kikuchi-Banner. Ich erkenne ihn nicht. Der Mann meiner Schwester kämpfte für Kikuchi. Euer Schwager ist vielleicht in der Nähe. Sollen wir ihn suchen? Im Moment will ich nur meine Söhne finden. Ich habe immer noch eine schlechte Vermutung. Ein Nagao-Krieger. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Ja, nee, der war mit der Schülerin beschäftigt. Dass die schön ihn verrät. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mit ihr da hingehen sollte. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Boah, nein. Ey, Spiel, mach doch nicht diesen. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Ach, guck nicht nach rechts, bitte. Guck nicht nach rechts, Mädchen. Okay, sie hat's gesehen. Und das ist genau das, was ich vermutet habe. Yasunari! Wie Tiere aufgeknüpft. Ich glaube, das ist schlimmer, als hätten die einfach nur tot gelegen. Geh sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Ja, ich trage die nicht. Neben ihren Frauen und Kindern. Viel Spaß beim Tragen. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Ja, klatsche ich die alle weg. Erobern wir ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Easy peasy, hingehen, klatschen, Ende. Ach so, und ich muss laufen? Ja, ich muss laufen. Nice. Sie stiegen so gern auf diesen Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ach, da hat mein Pferd total verwirrt. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch immer. Aber meine Kinder sind tot. Ja, da kann die aber nichts für. Ja, wow. Das ist das Schlimmste. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Ja, und was hätte sie tun sollen? Ist das nur ein schwacher Trost? Alle Mongolen abschlachten? Da oben schon? Ne, weiß noch nicht. Glaube ich zumindest nicht.
Guck mal, jetzt hat er keine Ausdauer. Also kein Ausdauerproblem. Ey, warte. Da sind sie, verdammte Mongolen! Guck mal her. John Cena! Du. Das lässt mal schön sein, Kleiner. Vorsicht, da könnten mehr sein. Dann klatsche ich halt mehr weg. Wo ist das Problem? Da, im Gras. Was, wo? Okay, schade, hat nicht funktioniert. Ich glaube, das war's. Ach so. Was denn jetzt? Mann! Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass sie nun Frieden hat. Wie sie alle. Gebt Bescheid, wenn ihr mich bei der Rettung Fürst Shimuras braucht. Also können jetzt ihr losgehen. Für mich da. Ich werde für euch da sein. Doch vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ja gut, dann gehe ich mal ein paar Entschlossenheitspunkte sammeln. Euch auf, Masako. Fähigkeiten, die Entschlossenheit nutzen, haben eine Chance von 15%, eine Entschlossenheit zu erstatten. Ja, ist nicht schlecht. Aber hier steht leider nicht die Dingens, ne? Doch, 20 Bambusstädte gibt es.
Die haben wir ja auf jeden Fall gelesen. Okay. Achso, wir haben ja immer noch das hier offen, ne? Stimmt. Aber warte mal. Vielleicht haben wir ja in der Nähe hier so ein Dingens. Ha? Okay. Das ist strange. Na dann. Mal sehen, ob Juno etwas Neues weiß. Ich kannte einst einen Mann. Prinzip? Warte mal, kann ich ein Upgrade machen von meiner Waffe? Ja, kann ich sogar. Okay, dann quatsche ich jetzt erst mit ihr. Verbreitest du wieder Geschichten? Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen. Manche von ihnen nennen dich den Geist. Nachdem du sie auf die Idee gebracht hast. Der Grund, dass diese Menschen bleiben, ist ihr Glaube an dich. Ihr Glaube gebührt den Samurai. Für sie bist du beides. Wenn Fürst Shimura frei ist, müssen sie nicht mehr an Volksmärchen glauben. Mag sein. Takam müht sich mit deinem Auftrag ab. Er will dich nicht enttäuschen. Mal sehen, besser ist. Vorankommt. Aber das Problem ist, diese Aufrüstung, die da stand, das glaube ich ja, das ist die von dem zweiten Schwert, von dem kleineren. Was fehlt denn jetzt hier noch? Auch immer noch 15 Stahl. Aber geht's bestimmt dann im nächsten Gebiet. Du hast Krieger gesucht, um deinen Onkel zu retten. Hattest du Glück? Ein bisschen. Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi leben noch. Sie haben eigene Sorgen, doch wenn es soweit ist, wollen sie mir helfen. Ein Bogenschütze und eine Adlige. Meinst du, das reicht? Ich habe auch die Strohhutronin angeheuert. Ihr neuer Anführer ist ein alter Freund von mir. Tja, klingt so, als hättest du genug Hilfe. Hilfst du uns? Ich weiß nicht. Was? Bro, wir haben ihren scheiß Bruder befreit, Alter, und die hat's geschworen. Nutte. Was eine dreckige Ho, Alter. Also wenn sie uns nicht hilft. Kann uns hier jemand helfen? Nee. Ja, ich. Geh du zu Taka. Wir sehen uns später. Mein Herr, ich bin gerade fertig. Ja, besser ist das, Kollege. Eure Geduld, mein Herr. Ein Eisenhaken, an dem ich ein Seil befestigt habe. Damit könnt ihr Mauern erklimmen. Euch über etwas schwingen. Trägt er mein Gewicht? Ich habe es selbst ausprobiert. Ich nenne ihn Kaginawa. Perfekt. Ich stehe in eurer Schuld. Nein. Er ist ein Geschenk. Ich habe meine Schwester, mein Heim, mein Leben. Das reicht. Danke, Taka. Jin! Wo bist du? Ryozo? Jin!
Jin Sakai, hat jemand einen Samurai gesehen? Ich weiß, du bist hier. Was geht? Ich hab dich überall gesucht. Ja, und jetzt hast du mich gefunden. Die Mongolen haben meine besten Kämpfer. Ich brauche sie für die Rettung von Fürst Shimura. Jin, wenn wir nichts tun, sind meine Männer tot. Und dein Onkel bleibt in Gefangenschaft. Wo sind sie? In Käfigen, nahe vor Yatate. Gut, Ryoso. Mal sehen, was wir tun können. Okay, ich glaube, dadurch, dass wir den Haken haben, haben wir jetzt einiges wieder an Quests freigeschaltet. Du sagtest, sie sind in Käfigen bei Fort Yatate. Wo genau? Die Käfige sind genau gesagt im Fort. Oben auf einer Klippe. Wie sollen wir deine Leute von dort aus befreien? Ein paar meiner Männer wurden nicht gefasst. Sie warten bei einer Kreuzung in der Nähe. Wir brauchen ihre Schwerter. Geh du vor. Okay, aber bisher sehe ich ehrlich gesagt nicht so viel Neues. Na gut. Wie wurden deine Männer erwischt? Du hast mir doch eine Karte gegeben. Die mit den Nachschublinien der Mongolen? Habt ihr Essen gefunden? Ja. Sehr gut bewachtes Essen. So viele Wachen für deine besten Männer? Die dreckigen Hunde haben uns völlig überrumpelt. Ich bin selbst nur knapp entkommen. Sicher, dass deine Männer noch leben? Ich habe sie letzte Nacht singen gehört. Und die Mongolen haben sie das tun lassen? Scheint so. Seid ihr gute Sänger? Ist vielleicht angenehmer als Söldneraufträge. Ich wollte dieses Leben nicht. Aber ich hatte keine Wahl nach dem Duell. Oh, bei Fürst Nagaos Turnier. Wir haben nie darüber geredet. Vor dem Kampf hatte ich Kommandanten aller Clans eingeladen. Du gingst auf mich los, als wäre ich dein Todfeind. Hast mir fast den Arm gebrochen. Tut mir leid. Es war mein erstes Turnier. Die Aufregung war zu viel für mich. Natürlich war sie das. Jeder Samurai der Insel wollte den Neffen des Shito treffen. So habe ich das nie gesehen. Du wurdest als Fürst Sakai geboren. Das Turnier war meine Chance, mir einen Namen zu machen. Einem Fürsten zu dienen. Samurai zu werden. Wärst du kannst du immer noch. Ich hätte dich angestellt. Weil das sonst niemand hätte? Ich musste mich selbst beweisen. Hättest du das nur früher erzählt? Hätte ich vielleicht tun sollen. Jemand in Komatsu nannte dich der Geist. War Fürst Sakai nicht mehr gut genug? Und wenn? Angst, ich werde berühmter als du? Wow, geht's noch synchroner? Wo sind Hiro und Shinzo? Sie sind weg. Und sie kommen nicht wieder. Feiglinge! Laufen fort. Nach allem, was ich für sie getan habe. Es sind genug zur Rettung deiner Männer. Es stand schon schlechter. Ich verlor Männer an Mongolen. Krankheiten. Hunger. Aber das noch nie. Sie sind schwach. Das ist nicht deine Schuld. Will uns noch jemand verlassen? Alle stehen jetzt auch so. Warte, wir haben eine Wahl? Beruhig dich. Es wird bald dunkel. Sollen wir nach Fort Yatate reiten? Überlegen wir uns unterwegs, wie wir sie befreien. Ja, Boys, ihr müsst schon vorreiten, ne? Idioten, Alter.
Oyatate. Da halten die Mistkerle meine Leute gefangen. Wie ist... Warte mal. Oh, da war ich noch nicht. Dein Rettungsplan. Mein Plan. Du hast uns auf dieses Mongolenschiff gebracht. Es gibt nur einen Weg ins Fort. Und der wird schwer bewacht sein. Ich muss da reinkommen. Und zwar unentdeckt. Die Klippen hinter dem Fort werden nicht bewacht. Ich klettere hinauf und über die Mauer. Wie? Bist du halb Affe? Nee, ich habe einen Kletterhaken. Ich habe eine Geheimwaffe. Ich befreie deine Leute. Wenn sie bei mir sind, löse ich einen Alarm aus. Dann reitest du hinein. Hey, Jin! Ach Mann, ich wollte jetzt halt zu dem Spot, wo ich hoch soll. Und tötest die Mongolen zwischen uns. Ah, ich wusste, du hast einen Plan. Immer. Kann ich jetzt vielleicht schneller reiten, oder? Auf dieser Seite komme ich die Klippe hoch. Bleib versteckt, bis du mein Signal siehst. Viel Glück. Fall nicht runter. Wow. Zu weit zum Springen. Aber Tucker meinte, sein Haken trägt mein Gewicht. Es klappt. Langsam mag ich den Haken. Das heißt hier langsam, Digga. Ich mochte den schon, bevor wir den bekommen haben. Darüber sollte ich mich schwimmen können. Riosos Männer finden. Die singen tatsächlich. Die Käfige sind wohl übers Fort verteilt. Gut. Anders mit. Oh mein Gott, sind das viele. Ups, ich hätte mich abrollen sollen. Wusste ich. Zu, ne? Ich will mal kurz nach Loot gucken. Gott, ist nichts drin. Negium Harsinta. Ah!
Sack, ey. Тэд энэс мултарч чадахгүй. Энэ тэр самурай болтой. Алдаа төрдөг. Хоп. Ямар нэг юм аруу. Уцаа дэрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Дараа мултарч чадахгүй. Komm, ihr seid echt kein Arschköpfe. Es war ein Headshot. Ich habe dem Astra einen Headshot gegeben. Man hört es sogar am Spiel und trotzdem stirbt er nicht. Okay. Hi, na? Willst du raus? Ah, sorry, heute nicht. Wobei, brauche ich noch Dingens? Ne. Ne, brauche ich nicht mehr. So. Ja, ich kann halt den holen. Aber der kriegt das doch mit da hinten, oder nicht? Dass er sich auch gar nicht wundert, dass die scheiß Tore inzwischen auf sind, ne? Der gibt einen kompletten Fick drauf. Dem Dude geht das komplett am Arsch vorbei. Nein, verdammt. Mit dem bringt das nichts. Der hat doch einen Helm auf.
Eistanzler. Jinek hissen hun. Uhuch, hier stoi. Werden bei dir. Jetzt hat's. Geht der Ball kommt. Ja, mach dich um Harvo. Der Mund bei Stadler, Hanoi, der Pichatla! Jetzt den Alarm aufrufen, damit Rios kommt.
Nein, nein. Der Medic ist am Start. Ich dachte, ich bin erledigt. Nein, 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 nein. Nicht während meiner Schicht. Wenn ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Hoffentlich habt ihr Sake dabei. Das wirst du nicht glauben. Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn? Die Mongolen haben meine Männer verschont und sie verpflegt. Mit gutem Essen sogar. Jetzt wundert mich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Also gut, Männer. Auf die Pferde! Ich muss zu Yuna. In Komatsu. Okay. Hier auf jeden Fall noch Dingens. Eisen. Ja, aber das war nicht das, was ich brauchte, ne? Ich brauchte doch, glaube ich, Stahl. Aber ansonsten ist hier nichts. Aber was macht der alles nicht mehr? Kann es sein, dass ich vielleicht in dem Gebiet keine mehr habe? Ist der Vogel behindert? In meiner Rüstung zerbrechen die Mongolen Waffen. Bis bald. Ihr bringt Clan-Banner? Ihr seid einer der wenigen, die Wissen über unsere Samurai-Clans besitzen. Würdet ihr noch mehr davon mit mir teilen? Ich weiß noch, wie mich vor einigen Jahren Banditen umzingelten. Ich wollte es schon allein mit ihnen aufnehmen. Da rannten meine Gegner davon und flohen in den Wald. Ich blickte zum Hügel hinter mir und sah eine Reihe der besten Bogenschützen des Nagao-Clans am Horizont. Die Banditen hatten gehört, dass diese Krieger schon von Kindesbeinen mit dem Bogen trainierten. Dieser Ruf allein reichte aus, um die Schlacht sofort zu beenden. Und ich war dem Nagao-Clan viele Krüge Sake schuldig. Eine spannende Geschichte, mein Herr. Ich werde sie weitererzählen. Eure Hilfe und Inspiration sind unbezahlbar.
Okay. Aber jetzt können wir ja die Dinger hier machen. Dann machen wir die noch schnell, weil da können wir ja eh fast traveln und dann können wir mit der Geschichte weitermachen. Also man soll hier hoch. Und jetzt? Okay, da sollst du nicht hoch. Das ist nur für den extra Loot gewesen. Hätte nicht gedacht, dass das echt funktioniert. Okay. Muss ich hier vielleicht runter? Nee. Okay, also man soll ja offensichtlich da dran springen. Okay. Okay, vielleicht von hier aus? Ah, okay. Cool, dass ich automatisch trotzdem Damage bekomme, auch wenn die Story sagt, dass man das so machen soll. Mega nice. Okay, da muss ich ja offensichtlich lang.
Okay, anscheinend muss ich hier nicht lang. Gut, dann haben wir den. Dann war es, glaube ich, nur noch der da oben, ne? Ne, hier ist auch noch einer. Der ist abgeschlossen. Okay, dann machen wir zuerst den hier unten. Aber wieso soll ich hier auf den Fels? Ne. Und wie soll ich dann an die Dinger hier rechts rankommen? Da oben. Ja, aber komme ich ja nur hier rein. Und hier rein brauche ich nicht mehr.
Hä? Aha, hier ist was. Da liegen nur Pfeile drin, okay. Hat's eher gefühlt, wenn da jetzt irgendwie so ein Talisman oder so drin gewesen wäre, aber ist okay. Ist okay. Oh nein. Ich habe die Befürchtung, das war falsch. Bitte. Da waren wir, glaube ich, auch schon gewesen. Okay, ist nur das hier jetzt. Oh, okay. Das ist not bad. So, und dann haben wir noch den hier oben und dann können wir uns wieder um die Hauptstory kümmern. Und die scheiß Burg stürmen. Weil ich glaube nämlich, dass von den Nebenquestingen auch nichts mehr geht gerade, ne? Ja. Kann wahrscheinlich sein, dass die erst in Kapitel 2 alle kommen.
Jo, stimmt. Trägt aber natürlich komplett zum Pinkeln an, ne? Na, brauche ich aber alles nicht, was da drauf liegt. Am Ende hat er einfach nur aufgenommen, wie er am Pinkeln ist. Wahrscheinlich, ja. Na, GG, Eddie. Paraden, perfekte Paraden und perfektes Auszeichnen sind leichter auszuführen. Okay, was haben wir hier? Mittlere Gesundheit. Oh, dann machen wir doch das hier, wa? So, einmal gucken. Mythische Geschichten geht gerade nichts mehr. Hier ist auch alles erstmal soweit durch. Ja, dann ist nur noch das hier aktuell. Ups. Dämonen und Gespenster leben schon. Willkommen zurück. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. So ist ein Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt. Du hast Taka das Leben gerettet. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Aha, hast du Glück gehabt, Mädchen. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Es geht los. Wir bringen Kaneda ein und befreien Fürst Shimura.
Es heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Reißt sie in Stücke, wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so als Sande verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Ihr seid nicht so wie ich. Euer Neffe ebenso wenig. Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Ah, stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Die Burg eurer Ahnen liegt oben im Norden, nicht? Ich freue mich schon, sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern. Allein und ohne Ehre. Verdammt, Rioso. Wo steckst du? Alle sind hier. Warten wir auf die Strohhüte? Nein. Wir treffen uns am Bauernhaus. Lässt der uns jetzt echt im Stich, oder was? Der Ryosu. Danke, dass ihr hier seid. Fürst Shimura wird dankbar sein. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Sagt Bescheid. Wir werden kommen. Eure eigene Schülerin kämpft für euren Feind. Geschieht euch recht. Bitte schweigt. Sie waren wie eine Tochter für mich. Für manche Frauen ist ein Vater mehr als genug. Ich finde das geil, wie sie ihn fertig macht. So. Ja, hast du Scheiße gebaut, Junge, wa? Ich hasse Sake. Das weißt du. Fürst Sakai! Was redest du denn da? Kenji. Unsinn. Nimm einen Schluck. Dann geht's dir besser. Und du vergisst das mit der Asamo-Bucht. Taka, ein fantastischer Wurfhaken. Schön, dass er euch gefällt. Yuna sagte, ich soll bleiben, aber ich wollte euch alles Gute wünschen. Das ist eure Ausrede, Kenji. Ich trinke nicht gern allein. Stellt euren besten Sake beiseite. Wenn wir Fürst Shimura retten, haben wir viel zu feiern. Nur das Beste für den Jito. Passt auf euch auf, Fürst. So. Ah, Digga, ich brauche mehr Shit, um meinen Katana abzugraden, aber ich krieg das nicht mehr. Ah, dann scheiß drauf. Hergehört, es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm ertönt, richten sie ihn vielleicht hin. Wir können das Haupttor stürmen und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Das ist ein weiter Weg. Wir packen uns eine Schneise zum Burgfried, retten Fürst Shimura, ziehen uns zum Haupttor zurück und fliehen. Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff.
Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Ja, Thema. Ein Geist? Das Thema hatten wir schon tausendmal. Fürst Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Ja, Grounded juckt mich trotzdem nicht, Bro. Gute Rede. Sicher, dass das klappt? Was muss es? Hier kannst du wohl hochklettern. Hol die anderen rein. Wir sehen uns drin. Sei vorsichtig, Jim. Ich versage nicht noch einmal, Onkel. Okay. Fangen wir mit den Typen hier an. Joink. Dann geht's weiter mit dem. Der Dude pennt. Dann machen wir mit ihm zuerst weiter. Es ist überhaupt nicht auffällig, dass der Typ am Schreien ist, aber ist okay. Oh, warte mal. Okay, der würde es checken. Jetzt geht er weg und jetzt geht der weg. So. Okay, hier gibt es eh keinen Weg nach oben. Ah, hier hätte ich auch reingekonnt. Okay. Fies, Alter, im Schlaf erstochen werden. Okay, hier liegt wirklich nichts. Der Alarm. Ich muss die Wachen ausschalten. Oh oh. Sensei, ihr und Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna, kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich darum. Gut, wir treffen uns an der Brücke. Jemanden vergessen? Nein, ihr kommt mit mir. Aber es wird gelootet.
Dann lassen wir es mit dem Looten. Da ist eine Belagerungswaffe. Letztes Mal war sie auf Yuna und mich gerichtet. Dieses Mal nehmen wir sie uns. Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv. Eure Wahl. Leise, oh mein Gott. Das sind, ja. Ja, ja, durchaus, durchaus. Ja, sind eventuell... Eventuell sind es ein bisschen viele. Ja, gut, dass ich nicht zwei Leute gleichzeitig parryen kann, du Potzen-Game, Alter. Das schaffe ich schon. Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Ihr auch, Masako. Darf ich denn jetzt looten, oder? Scheint es noch nicht so viel zum Looten zu geben. Jin, das Tor ist bewacht. Folgt mir. Ups, ich habe eventuell sie durchgesäbelt. Man spielt nicht mit Feuer. Zack. Das wäre einfacher, wenn deine Stromfreunde helfen würden. Ja, wäre es. Yoso hat versagt, das vergesse ich nicht. Dein Onkel auch nicht. Ich kann ja wohl schlecht sagen, oh, ist nicht seine Schuld, wenn ich keine Ahnung habe, was mit ihm abgeht. Vielleicht chillt er ja auch drin seine Eier mit dem Feind. Er weiß das schon. Und hier war damals der erste Bosskampf. Gegen diesen Knecht auf der Brücke. Soweit bin ich letztes Mal gekommen. Ja. Der Kahn warf dich von dieser Brücke? Ja. Wie hast du überlebt? Skill? Ich weiß nicht. Das Tor ist verschlossen. Haltet die Brücke. Ich finde einen anderen Weg. Hab schon.
Es muss einen Weg herum geben. Okay. Das sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor für mich. Skill, guter Witz, halt dein Maul, Spaß. Ich hoffe, deine Maus geht kaputt. Und deine Ersatzmaus auch. Und wenn eine neue CPU kommt, hat sie hoffentlich einen Defekt. Ja, hast du davon, Bitch. Oha, schon ein bisschen toxic. Sagst du. Sagst du, du Knecht. Ich könnte Jonas Hilfe brauchen. John Cena! Oh, fuck. Okay, ich mach mal das Tor auf, ne? Da bist du ja. Ich hab Besuch mitgebracht. Ja, Mädchen, ich kann halt nicht 1000 Sachen gleichzeitig. Tut mir leid. Dann stirb halt nicht. Was für ein Kinderspiel!
Ah, cool, ich brenne. War auch sehr clever, dass du direkt hinten am Feuer fällst. Ja, natürlich. Cool, jetzt bin ich auch noch selber benebelt. Ah, wäre besser, wenn du nicht da wärst, sag's wie es ist. Yuna, halte das Gebet. Ich suche Fürst Shimura. Viel Glück, Jim. Oh, wer ist denn da? Yuzo. Ich wusste, dass er zu den Gegnern hält. Hurensohn. Der Khan zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Ja. Und jeder kann es fordern. Oh, kein Problem, ich bring ihm deinen Kopf. Lass es. Meine Männer verhungern, Jin. Ich kann's auch alle töten. Mir meinen Onkel. Er entlohnt deine Männer. Er macht dich zum Samurai. Hat er nicht verdient. Schickt uns in den Tod. So wie er es in Komoda tat. Yuzo. Er ist deine Familie, Jin. Ich muss meine schützen. Okay. Dann sage ich ihm jetzt nicht, dass zwei Leute aus seiner Familie vorhin weggelaufen sind. Schnell. Ja, mach ich auch. Mach dir mal keine Sorgen. Wir waren Freunde vor einer Ewigkeit. Halt, bevor es zu spät ist. Es ist schon zu spät. Ich will ihn sowieso jetzt schon umbringen. Es ist
Noch nicht zu spät. Doch. Rette mit mir unsere Heimat. Sie gehört jetzt Ihnen. Ryuzo. Er ist hier! Der Samurai ist hier! Na, ihr kleinen Schlampen. Chiharu, hä? Wo ist er? Wo ist Fürst Shimura? Zucker, Doxo, Bahimu. Ja, das ist schön für die Mondkampfhaltung. So ein geiler Move. Shoji Attentat freigeschaltet. Hä? Ist das eine Nebenquest oder was? Oh, warte mal, kann ich ja jetzt gucken.
Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das Shoji-Attentat sein soll. Okay. Interessant, dass hier zwei Räume sind, wo nichts drin ist. Aber ist ja gelogen, ne? Ist ja nicht das oberste Stockwerk gewesen, wenn es hier noch weitergeht. My bad. Okay, ich komme. Jin, schnell! Samurai, nur hol! Ich höre mich nicht immer, wenn ich loote, ja? Onkel, ich wusste, ihr kommt, mein Junge. Euer Vater wäre stolz. Ich bin euer Diener, mein Herr. Wir müssen weg. Noch nicht. Kotun Khan marschiert nordwärts nach Toyotama. Er hat Wachen hier gelassen. Keine echten Gegner für zwei Samurai. Ich habe Verbündete dabei. Wir erobern die Burg zurück. Man wird unseren Sieg besingen. Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Mit der Hilfe eures Neffen. Er bestand darauf, euch befreien zu können. Ich hielt es für unmöglich, aber ich bin froh, dass er recht hatte. War nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll, Fürstin Masako. Nun rächen wir ihn und all die gefallenen Krieger von Tsushima. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen, gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima. Fürst Masako, lass niemanden entkommen. Ein Sieg. Ich schieße auf die Sensei Ishikawa. Wir geben euch Deckung. Hängt mal davor, Fürst Sakai.
gekämpft. Ihr alle. Geschafft. Die Burg gehört uns. Mein Fürst, wie so schnell? Geführt. Mit eurer Hilfe, Jin. Gemeinsam brechen wir ihren Kampfgeist und werden Khotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg als Samurai. Und durchgespielt. Nee, glaube ich nicht. Eine beeindruckende Burg. Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde. Hungrig. Frieren. Öffnet das Tor und rettet sie. Versprach Essen für meine Männer. Verdient es. Lasst sie rein! Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Dein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Ryo so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Egal, der Kopf fliegt noch. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude. Okay. Ich habe nur immer noch keine Ahnung, was dieses Ding sein sollte. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Viel Glück mit deinem Onkel. Servus. Jin. Ihr seht gut aus. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Ja. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Ja, bin ich auch für.
Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Keine Sorge, ich bin da. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Nein. Ich war nur gerecht. Impulsiv. Nein. Ohne Ehre. Nein. Ich tat, was ich musste. Ist alles gelogen. Für euch. Ich weiß, Jin. Und dennoch muss ich dich jetzt umbringen. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ey, was hat Spaß gemacht, Mann? Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Ey, so von hinten abmeucheln. Wir unsere Heimat gemeinsam. Ja, aber von hinten meucheln macht Spaß. Ja, aber von hinten meucheln macht Spaß. Muss man ausprobieren. Was ist mit Yuna? Nein, nicht. Sie rettete mich und half euch zu retten. Dafür will sie nur eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Shimura. Ich muss nach den anderen sehen. Als erstes muss ich mal looten. Oh, ich glaube, hier gibt es nichts mehr so viel. Tschu! Tschu! Boah, Digga, wie viel hier einfach noch unentdeckt ist, ne? Uff. Und ich bin immer noch im ersten Bums drin, oder was? Oh, leck, fett, Alter. Das Ding ist, kann ich jetzt speichern oder nicht? Weil die Folge ist zu Ende. Machen wir euren Stahl perfekt. Okay, immer noch nicht. Da war was. Wie läuft der Verteidigungsbau? Schleppend. Das wird schneller gehen, sobald die Schmiede läuft. Hm. Gute Arbeit. Alle beide. Immer gerne doch. Fürst Sakai. Jin. Ja, ich bin da, hier. Was geht, na? Fürstin Masako. Gibt es Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Meine Jagd geht weiter. Ich habe verschiedene Spuren bis Toyotama verfolgt. Ihr müsst sie nicht allein finden. Kann ich auf euer Schwert zählen, wenn die Zeit gekommen ist, Fürst Shimuras Burg zurückzuerobern? Das könnt ihr. Wir vernichten unsere Feinde gemeinsam. Sakai. Was geht? Ihr habt gestern gut gekämpft. Danke. Euer Bogen hat geholfen, Sensei. Habt ihr Neuigkeiten über eure Schülerin? Ich hörte, eine japanische Bogenschützin hilft den Mongolen in Akashima. Das muss Tomoe sein. Ich reise zu einem Lager von Überlebenden an der Küste. Sie könnten mehr wissen. Ich suche euch dort auf, Sensei. Ihr habt mein Wort. Ich weiß halt nicht, ob der dann jetzt speichern würde oder nicht. Aber wir können sowieso jetzt erstmal hier upgraden. Was wäre denn das nächste, was ich machen wollen würde? So ein Tün könnte. Könnten das hier noch machen? Aber nutze ich sowieso nicht. Hier habe ich auch noch nie benutzt. Bam, Junge. Aber der Move ist geil. Deswegen mache ich den jetzt. So. Aber das ist vielleicht nicht schlecht, ne?
Ja, und das vielleicht. Dann kann ich nämlich die Bombe schön vor mir hindroppen, ohne Schiss haben zu müssen. So. Ich werde das Spiel jetzt einfach speichern. Und im Zweifel müssen wir halt den Scheiß nochmal machen. Gut. Also, wie es weitergeht bei Ghost of Tsushima, das seht ihr auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Peace.